Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusaders of the Lost Idols. Was könnte es anderes sein als ein neues, altes Event, mal wieder in Tier 3 jetzt inzwischen. Und zwar ist das Game of Thrones Event zurück, beziehungsweise Song of Thrones heißt es ja eigentlich. Und wir haben einen neuen Crusader, natürlich, was auch sonst. Und der wackelt hier schon in der Formation rum, nämlich der Wolf King. Und ihr müsst mal auf das vordere, also von ihm aus gesehen, rechte Bein achten. Ich finde, der läuft ein bisschen komisch. Also irgendwie sieht das komisch aus. Die Animation ist irgendwie, also es ist ein bisschen blöd, dass der Text da drüber hängt, aber das ist wirklich der erste Crusader, wo ich sage, irgendwie sieht die Animation nicht rund aus. Irgendwie, also schon, aber irgendwas ist da dran nicht stimmig. Ich frage mich aber auch nicht, was. Ich weiß nur, insgesamt sieht es seltsam aus. Anyway, Wolf King blockiert Slot 28. Was heißt blockiert? Er ist in Slot 28, sitzt da fröhlich zusammen mit St. Nokia und Rex und Xander. Und bislang war ja dann tatsächlich Xander so der Way to go als DPS, wenn man denn unbedingt auf den letzten Slot wollte. Und auf den Speed von Casey und Penny und so verzichten wollte. Na, hauptsächlich von Casey tatsächlich. Und jetzt mit dem Wolf King könnte das durchaus anders werden, denn der Wolf King ist ausgeschriebenerweise ein DPS-Crusader. Und das macht er, ja, bis auf eine Kleinigkeit, die mir persönlich nicht so richtig gut gefällt, eigentlich ganz ordentlich. Ich meine, gut, letzter Slot ist nicht mehr wahnsinnig wichtig, alleine durch, nein, nicht Mission Detail, hier wollte ich hin, alleine durch Bonus Training ist es eigentlich relativ wurscht, aber nichtsdestotrotz, 200% Self-DPS-Buff, Level 200 Upgrade, stimmt gar nicht, ich nehme alles zurück, da kommen wir gleich zu. Das ist das Level 200 Upgrade. 400% Self-DPS und 600% Self-DPS. Außerdem kriegt er 25% Schadensbonus für jeden Crusader, der an ihn angrenzt. Stackt multiplikativ, wohlgemerkt. Das ist schon mal ganz ordentlich. Das heißt, bei World's Wake kann man ihn gut in die Mitte packen? Wahrscheinlich nicht, weil Pete ihn dann nicht mehr treffen kann. Ah, schwierig, müsste man mal gucken. Dann auf jeden Fall wird sein eigener Schaden noch erhöht um 50% für jede Formation Ability, die den Wolf King trifft. Und hier zu guter Letzt hat er nochmal so einen, erhöht den Schaden des Wolf Kings um 10% für jedes Monster, das getötet wurde. Auch das stackt multiplikativ. Das sind 25 Stacks, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und das hält nach dem letzten Kill immer 4 Sekunden. Und solange man Insta-killt, ist das alles schön. Meistens reicht der Area-Wechsel aber, um das eben wieder zu resetten. Und das finde ich halt so, gut, wenn es beim Area-Wechsel resettet, ist der Bonus halt so, nee. Weil wenn du dann zu wenig Schaden für das erste Monster machst, dann bringt es dir halt auch relativ wenig. Aber es ist so, ist so ein kleiner Wermutstropfen quasi. Also ist nicht so richtig dramatisch. Und ja, ansonsten, die anderen Fähigkeiten macht er auf jeden Fall ordentlich Schaden und kann definitiv potenzieller neuer Main-DPS werden, sofern man das denn möchte. Wer bereits ans Cap kommt, der wird ziemlich sicher weiter mit Shio laufen, einfach weil es mehr Speed Crusader gibt, die gleichzeitig Shio buffen, also die halt Female Human buffen, als Male Animal oder Royal. Von daher ist eine Shio-Formation prinzipiell immer noch die grundlegend schnellere. Wolfking sollte aber tatsächlich, wenn man nicht ans Cap kommt, bei gleichem Gear mehr Schaden machen. Also von daher ist definitiv mal eine Überlegung wert. Und das heißt, wir können jetzt definitiv hier auch eigentlich mal Xander mit weghauen, aber eigentlich können wir auch dich damit wegschicken. Bye. So. Ja, den habe ich jetzt nur direkt zu Anfang mal abgefrühstückt, weil wir wahrscheinlich relativ
bald, also wir müssen bis 750 gehen, das ist das letzte Objective in der Event-Kampagne. Wenn wir dann resetten, dann haben wir wieder nicht genug Gold, um hier alles anzugucken, deswegen habe ich das gleich mal vorweg gemacht. Der Wolfking hat natürlich auch ein auf sich bezogenes Achievement, wie jeder Tier 3 Crusader, und das ist eins der entspanntesten, massivst entspanntesten Tier 3 Achievements überhaupt. Die Frage ist, finde ich das in diesem unfassbar unübersichtlichen Haufen zügig wieder? Ich glaube, ich habe es fast schon. Hier? Nein, aber irgendwo hier müsste es definitiv drin sein. Recruit Wolfking, das hier ist es, glaube ich, ne? Extra Bloody, genau. Keep the Wolfking's Bloodlust at max stacks. Max stacks, sehr schön. For more than 180 seconds straight. Also prinzipiell das Ding einfach auf Maximum halten. Das ist super easy, solange man Insta-killt und die Area nicht wechselt. Also sprich, Auto-Progression aus, während man Insta-killt und der Wolfking in der Formation ist. 3 Minuten und 1 Sekunde warten. Fertig. Mehr ist es nicht. Das kann man sogar komplett ohne Gear machen. Also das ist wirklich entspannt. Also theoretisch 3 Minuten und 1 Sekunde warten, sobald er volle Stacks hat. Also man muss erstmal 25 Monster töten und dann noch 3 Minuten, 1 Sekunde. Aber es ist halt super, super easy. Da muss man sich eigentlich um nicht viel Gedanken machen. Worum ich mir jetzt mal Gedanken mache, sind tatsächlich meine Stats, denn die sind von vorne bis hinten nicht mehr aktuell. Meine Idols sind deutlich gestiegen. Da sind wir jetzt bei... Gott, habe ich lange nicht aufgenommen. Da sind wir jetzt da. Fehlende Epics sind wir bei 8. Oder 2 auf First Lady, 2 auf Goblin, 1 auf Skeleton und 3 offensichtlich auf Wolfgang. Ja, okay, dann kommt es mit 8 hin. Highest Zone in World's Wake dürfte... Okay, auch ein bisschen höher sein. Ich glaube, das könnte tatsächlich auch meine HZE insgesamt sein, weil ich im letzten Event gar nicht unnötig weit gepusht habe. Lasst mich mal ganz kurz gucken. Haben wir hier nicht irgendwo Highest Zone Ever mal gehabt? Highest DPS. Oh, krass, so unübersichtlich. Hier, Highest Area Completed. Okay, da sind wir doch tatsächlich ein bisschen höher. 2010. In welcher Kampagne ich auch immer das gemacht habe. Okay, das mit, na, eigentlich kann ich fehlende Epics fast schon auf 7 setzen, weil wenn wir gleich 4 Event-Chests aufmachen oder 4 Event-Jewel-Chests von den Objectives, dann kriegen wir eh definitiv ein Epic mit. Wobei, wenn ich Pech habe, ist es ein Trinket, also von daher abwarten. Apropos Objectives, die sind okay-ish. Nicht super nervig, die meisten aber auch nicht super schnell, und das letzte, was ich gerade mache, fand ich extrem uninspiriert, aber ja gut, das nervt wenigstens nicht extrem, also von daher. Recruit Wolfking ist relativ entspannt, Wolfking sitzt hier oben in der Formation und jede Sekunde reduziert der Wolfking den Schaden um 2,5 Sekunden. Jede Sekunde reduziert er den Schaden um 2,5 Sekunden. Das ist vollkommen logisch, Mensch. Nein, um 2,5% natürlich. Und das resettet beim Area-Wechsel. Also man muss einfach zusehen, dass man die Areas halbwegs zügig durchbekommt. Aber selbst bei 30 Sekunden für eine Area sind es nur 75% Schadensreduktion. Ich gehe mal davon aus, dass das additiv ist. Wenn es multiplikativ ist, ist es fast noch entspannter, weil man da nicht auf 0 kommen kann. Aber ja, es ist halt kein großes Drama. Dragonfire ist so ein bisschen meh, geht aber zumindest noch relativ schnell. Dragonfire appears in a random slot every 10 seconds, lasting 30 seconds until changing areas. Also das sind die Teile, die hier auftauchen. Diese, was gerade hier, ne? Also das sind die Dragonfire-Teile, die tauchen auf einem zufälligen Slot auf. Alle 10 Sekunden, jeweils für 30 Sekunden bleiben die da. Und was die machen, ist, die schaden den Crusadern, auf denen die drauf sitzen. Also die machen den Schaden, sodass die ja relativ zügig tatsächlich sterben.
Es sei denn, sie kriegen Massivheilung. Aber selbst dann, also die machen halt ganz gut Schaden. Ich glaube, die brauchen so 3 bis maximal 4 Ticks, um irgendwie einen Crusader zu töten. Zumindest anfangs. Das geht relativ zügig. Es gibt aber dankenswerterweise Crusader, die immun dagegen sind. Nämlich sämtliche Dragon Crusader, also mit dem Dragon Tag Crusader, die Dragon im Namen haben, sprich Nate und Natalie. Und der Wolf King auch. Das heißt, damit kann man da bequem durch. Und man kann theoretisch sogar noch die Speedster mit reinnehmen. Das macht das Ganze relativ entspannt. King of Animals hat keine große Beschränkung, außer dass nur Animal Crusader erlaubt sind, was bedeutet keine Speedster, aber zumindest auch sonst keine Probleme, also reine Animal Formation und gut ist, sehr unspektakulär. Yu-Gi-Oh! Bzw. HBO-O ist, Yu-Gi-Oh! HBO... HBO, wie auch immer die Anspielung da gemeint ist. Ich glaube, es sind einfach 2 Anspielungen in 1. Jeder Monster Kill stunt einen zufälligen Crusader für 5 Sekunden und disabled dann dadurch seinen kompletten Schaden. Das heißt, bei jedem Monster Kill wird für 5 Sekunden lang ein Crusader disabled. Das sind diese Ausrufezeichen hier. Ihr seht schon, dass da überall der Schaden auf 0 sinkt. Ja, und das ist, glaube ich, auch schon alles, ne? Stand da nicht noch mehr mit bei? Warte, hier wollte ich die Möglichkeit hin. Sag mal, das Ding. Genau, der Wolf King ist immun dagegen. Das war's. So, ich muss gerade sagen, irgendwie fehlte mir der Text. Irgendwer war immun dagegen. Also der Wolf King ist dagegen, genau wie gegen Dragonfire, auch immun. Das heißt, kann nicht gestunt werden und macht halt durchgängig Schaden, sobald man ihn halt einmal in der Formation hat. So, und die letzte hochkreative, das letzte hochkreative Objective besagt: All the effects of Dragonfire, King of the Animals und HBOO are active at once. Also man hat quasi die Einschränkung von den 3 Objectives gleichzeitig. Super Sache. Das schreit für mich ganz laut: Hey, wir haben 3 Objectives und wir haben echt keine Idee mehr, was wir als Viertes machen. Ja, schmeißen wir halt alles zusammen, wird schon passen. Dadurch, dass der Wolf King sämtliche Kriterien erfüllt, beziehungsweise er ist halt ein Animal Crusader und ist sowohl gegen Stun als auch gegen Dragonfire immun, kann man theoretisch, wenn man ihn einmal draußen hat, den Wolf King alleine durchrennen lassen. Ich weiß nicht, warum ich den Rest der Crusader hier überhaupt noch drin habe. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich war einfach nur zu faul, ihn rauszunehmen. Und ja, prinzipiell ist das so ein Lone Wolf-Ding. Ich finde, sie hätten es eher Lone Wolf nennen sollen, weil man das prinzipiell ist mehr oder minder darauf ausgelegt ist, dass man es halt mit dem Wolf alleine spielt. Irgendwie. Aber auch das ist, abgesehen davon, dass natürlich auch keine Speedster verfügbar sind, es ist halt so Base Speed, also so Grundgeschwindigkeit vom Spiel, ohne irgendwelche Sachen, die es schneller machen würden. Und abgesehen davon aber halt auch nicht dramatisch. Also es sind, ja, es könnte schlimmer sein. Es könnte Lost World T4 sein. Ich habe irgendwann gedacht, so hey, wenn ich jetzt mit Clicker Heroes 2 nebenbei angefangen habe, dann muss ich hier gar nicht mehr so viel Idols grinden, ist okay, kann ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen. Machst du mal nervige Objectives? Habe Lost World T4 angefangen und habe original in Area 12 wieder aufgehört, weil ich mir einfach dachte, nee. Wenn ich, also das setzt wirklich voraus, dass man das komplett aktiv spielt. Also wirklich komplett aktiv, weil es so unfassbar langsam ist und weil man regelmäßig halt wiped und eine Area zurückgeht. Also das kann man nicht ansatzweise idlen lassen. Also es sei denn mit Offline-Progression am Handy, dann ja, aber ansonsten. Und da habe ich mir halt gedacht so, ne, wisst ihr was, Leute? Wenn ich ein Spiel aktiv spielen will, also wirklich aktiv, dann, also wenn ich da halt permanent vorsitzen muss, dann nehme ich halt A, kein Idle Game und B, was Spaß macht. Und war tatsächlich überhaupt nicht wahnsinnig pissed oder so, sondern ich war einfach herbe enttäuscht, wie ein Entwicklerteam, was das bislang meiner Meinung nach beste Idle-Spiel überhaupt entwickelt hat, auf die Idee kommt, etwas
für gut zu befinden und ins Spiel zu packen, was exakt gar nichts mit einem Idle Game zu tun hat mehr und keinen Spaß macht. Und ich war einfach nur herbe enttäuscht von Codename Entertainment. Und auch wenn ich sage, Crusaders bestes Idle Game, das heißt nicht, dass das Spiel perfekt ist. Bei weitem nicht. Es gibt mehr als genug Sachen, die mir massiv auf den Sack gehen. Aber da war echt so ein Punkt. Also, ich war echt kurz davor, es zu deinstallieren. Tatsächlich. Dachte mir so, nee, wisst ihr was? Euren Scheiß könnt ihr euch halt an den Hut stecken. So, wenn ihr halt keinen Bock habt, was Vernünftiges zu machen, dann lasst es halt bleiben. So, dann muss ich es halt auch nicht spielen. Aber dann habe ich mir gedacht, fuck that, ich mache die Objectives einfach nicht und grinde weiter Freeplays und bin dann dabei geblieben. Mal gucken. Und ja, ich weiß, von den Objectives, die ich offen habe, ist Lost World T4 mit Abstand das Nervigste. Aber trotzdem, also ich... Nee. Ich bin versucht, Codename Entertainment einfach zu schreiben, dass ich herbe enttäuscht bin, auch wenn es sie wahrscheinlich einen Scheiß interessieren wird. Also einfach so, Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Also es war Tier 1, Tier 2 und Tier 3 schon nervig und T4 setzt dem ausgeschlagenen Fass Boden und dem Tropfen, der das Ganze zum Überlaufen gebracht hat, noch die Krone auf. So, es war... Naja, aber eigentlich möchte ich mich gar nicht darüber aufregen. Wir sind schließlich im Event und sind fertig mit den Event-Objectives. Resetten jetzt auch mal. Das heißt, ich könnte erst nochmal den lustigen Knopf drücken. Reset. Und dann können wir gleich mal Kisten aufmachen. Das finde ich gut. Nur noch mal zur Erklärung, warum überhaupt T4 so dramatisch ist. Also es gibt halt Monster, die auftauchen, die halt super tanky sind und die eine Area super, super, super langsam machen. Das heißt, man braucht halt, also selbst mit Splash Damage ist das Ganze halt super, super langsam. Und man braucht halt easy, keine Ahnung, halt locker mal 30 oder mehr Sekunden, um eine Area zu schaffen. Der Punkt ist, es ist ein Saurier in der Formation, der sagt, sobald du 30 Sekunden in einer Area bist, wipe deine Formation. Das heißt, du hast maximal 30 Sekunden Zeit, eine Area zu schaffen. Was aber auch bedeutet, dass du in den Single Drop Object, also in den Single Drop Areas, also wo man nur einen Teil finden muss, wo man eben zwangsläufig 25 Monster töten muss, bis das Ding droppt, halt 30 Sekunden Zeit hat, um 25 Monster zu töten. So. Und wenn du so eine Single Drop Area halt fünfmal hintereinander failst, weil du halt einfach selbst mit komplettem Spawn Speed keine Chance gehabt hast, 25 Monster zu töten in 30 Sekunden, weil die Monster einfach zu langsam nachspawnen und einfach, obwohl du die normalen Monster insta-killst, du die Special Monster halt einfach viel, viel, viel zu langsam tötest, weil die halt einfach so designed sind, dann sagst du dir irgendwann, okay, fuck that. So, ich habe halt keine faire Chance, es auch nur irgendwie zügig zu schaffen, trotz massivem Splash Damage und massivem Spawn Speed. So, mehr kann ich halt nicht machen. Und dann schaffst du diese Single-Drop-Area und dann kommt die nächste, direkt danach. Also es gibt halt in der Kampagne halt auch, ich glaube, es sind Area, ich bin mir gerade unsicher, 7, 8 und 9. Also es gibt auf jeden Fall 3 Single-Drop-Areas am Stück. Und da dachte ich mir schon so, nee, wisst ihr was? Und selbst solche Areas, wo man halt 25 Kills braucht und dann ja theoretisch mit Shin und Billy halt noch irgendwie was reißen könnte, dass die da halt ein bisschen was raushauen, irgendwie, dass halt ein Kill für mehrere zählt, selbst die failt man noch mehrfach. Also auch nicht ständig, aber häufig genug, dass es nervt. Und dann wipet man halt, geht eine Area zurück, dann geht die Auto-Progression aus und man muss wirklich bei jeder Area dabei sitzen. Vielleicht, wenn man irgendwann die Muße gehabt hat, mal 20 Areas zu schaffen oder 30 und mal so eine grundlegende Basis an Speeds dann draußen hat, dann mag es
vielleicht nicht mehr ganz so nervig sein, aber das war wirklich so, boah, ne. Also das ist halt tatsächlich, finde ich, einfach nur noch unfair. Das hat nicht mal wirklich was mit schwierig zu tun, sondern das ist halt einfach schlicht unfair. Weil du halt wirklich nur Trial and Error, Trial and Error, Trial and Error und irgendwann, also es kommt halt wirklich drauf an, dass du halt Glück hast mit den Monster-Spawns, dass nicht zu viele Special-Monster spawnen. Und wenn es halt, wenn die Schwierigkeit in einem Objective nicht darin besteht, dass man halt mehr Idols braucht oder bestimmte Crusader braucht, sondern dass es halt einfach nur Luck-based ist, also glücksbasiert im Deutschen, Entschuldigung, ich habe super viel englischen Stream heute schon geguckt, deswegen ist sehr viel Englisch in meinem Kopf. Also wenn es halt wirklich hauptsächlich glücksbasiert ist, dann denke ich mir so, ja, nee. Dann kann ich halt auch was anderes spielen. Danke. Aber ja, warum ist denn hier eigentlich Sprint ausgegangen? Das sehe ich überhaupt nicht ein. Anyway, was wir eigentlich machen wollten, ist Kisten auf. Jawohl, bitte. Wow, zwei Trinkets. Fuck that. Aber immerhin ein Epic für den Wolf, das ist okay. Haben wir die anderen auch? Das Fur haben wir auf jeden Fall. Und die Klaue, ja, dann haben wir Uncommon Rare Epic. Nicht zwangsläufig in der Reihenfolge, aber prinzipiell ist es das, was wir haben, glaube ich. Sehen wir gleich. Nichtsdestotrotz kann ich auf jeden Fall fehlende Epics auf 7 runtersetzen. In letzter Zeit mit meinen Rezepten auch überhaupt kein Glück gehabt. Halt nur Rezepte für Stuff gekriegt, den ich echt nicht mehr brauche, beziehungsweise den ich schon auf episch habe. Aber passiert. Und ganz ehrlich, bei den, also abgesehen vom Wolfking jetzt, bei den anderen Crusadern, also bei Lady Smithsonian und bei Skeletom und Gay Goblin, ist mir das halt auch völlig egal. Also die setze ich halt sowieso nicht ein, so ist mir das Gear inzwischen auch wurscht. So, ach komm. Oh, da hätte ich vielleicht fast noch auf den Cooldown von Magnify warten können, aber naja, sei es drum. Ja, und ansonsten passiert in der fröhlichen Crusaders-Welt im Moment gar nicht wahnsinnig viel. Zumindest bei mir nicht. Ich mache halt stumpf einen Freeplay nach dem anderen. Jetzt gerade mal Event-Freeplay, um das Objective mitzunehmen und noch ein paar Silver-Chests abzugreifen. Chio hat inzwischen 2 Level-8-Items. Das ist aber auch so ungefähr das einzig Dolle. Wir können gleich nochmal... Oh, Chio, die kann da mal rein. Du kannst da raus, du kannst da mal rein. Ja, okay, wir haben zumindest alle 3, das ist doch was. Dann können wir Rex zumindest schon mal anleveln. Dich nehme ich jetzt mal wieder raus. Dich auch wegswappen, nur damit wir den Knopf dann weiter drücken können. Was ich sagen wollte, meine Talente sehen inzwischen so aus. Hatten wir ja schon mal ganz kurz drin. Ich habe 10k Training auf 55 gezogen und Idol Champions auf 27. Das ist, glaube ich, alles, was seit der letzten Aufnahme passiert ist. Ich glaube, 165 war ich da schon. Ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Aber irgendwie so. Ja. Also nicht viel passiert. Talentemäßig. Jo, und ansonsten bin ich dann, glaube ich, auch schon wieder durch. Also das bin ich sowieso total, weil es spät am Abend ist und ich müde bin. Aber das... Ah, Penny ist wieder da, sehr schön. Dann können wir in dir zumindest mal die Information packen. Die Formation ist eigentlich auch irgendwie ungeil, weil es keinen Slot gibt, der nur an 2 angrenzt. Oh Gott, bei der Formation muss ich sowieso überhaupt einmal basteln, wie ich dann da meine Chio-Formation zurechtbaue. Penny, where are you? Hier. So, komm. Du kannst vor allem raus, du kannst raus, du kannst außen raus. So viel Stuff drin, den niemand braucht. Du kannst mal kurz woanders hin, damit Mindy auf jeden Fall die beiden mimikt.
Ja, und dann wird das schon alles irgendwie gut. Alright. Ja, war mal, naja, kurz und schmerzlos ist übertrieben. Aber auf jeden Fall nicht so ausufernd wie Clicker Heroes zurzeit. Ja, von daher vielen Dank fürs Zugucken. Angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge oder dem nächsten Livestream oder wann auch immer. Macht's gut, haut rein und tschüss.